So, hallo und herzlich willkommen im Keller. Dankeschön. Ist mal wieder Zeit, weil ich habe mal wieder was geschenkt gekriegt und das ist natürlich ganz, ganz toll und da freue ich mich sehr. Und wenn ich mich sehr freue, dann mache ich eben diese Dankeschön-Videos für diejenigen, die das noch nicht mitbekommen haben. Und aus aktuellem Anlass noch ein kleiner Hinweis, selbstverständlich sind die Dankeschön-Videos nicht monetarisiert. Das wäre ja dreist, schlicht und ergreifend. Das machen wir nicht. Ja, dient vor allen Dingen dazu, den Leuten, die mir was geschenkt haben, auf angemessene Art und Weise Dankeschön zu sagen. Und das ist eigentlich, ja, das ist nicht nur der Hauptzweck, sondern das ist der alleinige Zweck. Wenn irgendwer anders mit dem, was ich hier erzähle, noch was anfangen kann, auch was anfangen kann, dann ist das schön, aber ja, dann halt ein Zusatznutzen, der aber keine Rolle, der nicht beabsichtigt ist. So rum. Ah, so, nur dass das klar ist. Gut, heute beziehungsweise jetzt in letzter Zeit, waren es drei Sachen. Eins ist ein bisschen länger her, dieses hier. Oh. Und die anderen zwei, da weiß ich nicht, was vorher gekommen ist, weil ich war eine Woche weg und als ich wiedergekommen bin, war beides da. Ja, und ich habe nicht auf den Poststempel geguckt oder so. Jo, also, was ist es denn Schönes? Es ist einmal ein Taschentuch. Und zwar dieses hier. Moment, das muss man hochoffiziell faltet man das so, glaube ich. Ja, sehr cool. Vielen, vielen Dank. Selbst gemacht, selbst genäht. Und da ich ja inzwischen zumindest die Grundzüge des Nähmaschine-Bedienens beherrsche, muss ich sagen, krass. Ja, also das kann ich nicht. Schlicht und ergreifend keine Chance. Und da wollte ich euch gleich mal kurz hier, schaut euch mal diese Naht an. Die hat da, ja, die musst du scharf stellen, die hat da so kleine Blättchen in der Naht. Das ist ja elends cool. Kein Schimmer, wie man das bitte hinbekommt. Ja? Weiß ich nicht. Ist das jetzt händisch? Das könnte händisch sein, ne? Dass das gar nicht die Maschine gewesen ist. Ja, anders geht ja eigentlich nicht. Oder es gibt Maschinen, die das können, das weiß ich nicht. Aber warte mal, ich vergleiche mal eine Naht mit Blättchen mit der Maschinen. Ich weiß es nicht. Ja, aber sieht saucool aus, das ist ein tolles Detail und das finde ich richtig, richtig hübsch und cool. Das ist also das Mann im Wald Spezialtaschentuch. Es hat ein paar Spezialfeatures. und zwar hier extra ich finde das auch cool, dass man das eher schwer lesen kann. Das gefällt mir gerade deswegen besonders gut. Hier im Getarnten steht, ja, man kann es erahnen, ne? Da steht ein Mann im Wald. Sehr, sehr cool. Gerade eben auch, weil man es nicht so schön gut sieht. Das ist gerade besonders cool. Das mag ich. Des Weiteren haben wir hier also ein technisches Feature. Die Innenseite, das ist eigentlich so ein Mikrofließ oder wie man das nennt. Ich weiß es nicht, jedenfalls Putzlappen. also Objektivputzlappen, Brillenputzlappen, theoretisch Computer, Handy-Display, habe ich alles schon ausprobiert. Funktioniert alles wunderbar. Kann man damit alles ganz toll sauber machen. Wir testen mal kurz. Ja, funktioniert. Und ganz, ganz cool. Außerdem, wenn man es mal waschen muss, dann hat es hier eine Öse, um es aufhängen zu können. Man kann sich draufsetzen, man kann sich theoretisch damit die Nase, das werde ich nicht tun, selbstverständlich. Man kann sich hier, das habe ich schon gemacht, das hat auch gut funktioniert, diesen hier machen. Und einfach generell so ein Tüchlein dabei haben, schadet nicht. Sau cool, macht mir großen Spaß, habe ich jetzt inzwischen standardmäßig übrigens in der Fototasche, ne? Damit ich dann halt eben auch mal was habe, wenn ich Foto sauber machen möchte. Hatte ich jetzt bisher selten ein Tüchlein dabei, das für diesen Zweck nennenswert geeignet gewesen wäre. Deshalb, da ist so ein Hanky, ein Handkerchief, und ich hoffe, ich spreche das Hanky korrekt aus, ist da eine sehr sinnvolle Ergänzung jedenfalls. So, und jetzt noch kurz ein Tacken, den möchte ich nämlich auch noch loswerden, zu diesem Muster hier. Das nennt sich Real Tui und ist so das meiner Meinung nach schönste, beste, tollste zivile Camo-Muster, das der Markt so zu bieten hat.
Und es wiederholt sich relativ schnell in den einzelnen Einheiten. Das heißt, hier sind relativ viel Rotwild auf diesem Taschentuch vereint. Und es ist jedes Mal genau dasselbe Stück Rotwild, mehr oder weniger. Es gibt, glaube ich, zwei verschiedene. Ja, es gibt schon ein bisschen verschiedene. Oder? Moment. Ich hatte irgendwie das Gefühl, das wiederholt sich relativ oft. Rotwild, ja, anderes Rotwild, nochmal anderes Rotwild. Aber dann würde es sich, glaube ich, wiederholen. Ja. Ja, also jedenfalls, es wiederholt sich irgendwann. Hat halt eben diese coolen Bäume mit dem Hintergrund und so weiter. Es sieht aus wie ein Wald, ja, mit einer sehr hohen Hirschdichte. Aber davon abgesehen sieht es halt wirklich wie ein Wald aus und damit ist man dann eben, wenn man damit ganze Klamotten anhat und so weiter und so fort, im Wald tatsächlich auch recht gut getarnt. Ich kann nicht beurteilen, ob das jetzt besonders doll ist oder nur halbwegs doll oder was jetzt nun von all den verschiedenen Camo-Mustern, die es da so gibt, auch aus militärischen Kreisen natürlich, jetzt das Beste ist. Aber das finde ich ausnahmsweise dieses Muster wirklich, wirklich cool. Ja? Weil dieses Muster, finde ich, würde ich zumindest so interpretieren und hoffe, dass es vielen anderen Leuten dann auch so geht, die einen mit sowas rumrennen sehen würden. Also davon abgesehen, dass ich da jetzt keine Klamotten drin habe und auch nicht brauche, wüsste nicht wofür. Wirkt das einfach freundlich. Das ist ein freundliches Camo-Muster. Ja? Das benutzt kein Militär der Welt, was schon mal cool ist. Ja? Und wenn man dann mit sowas rumrennt, dann kann man tatsächlich, finde ich, auch glaubhaft argumentieren, man möchte einfach nur nicht gesehen werden, möchte einfach nur seine Ruhe haben und ist total harmlos. Weil jemand, der in Militärklamotten rumrennt, die eben nicht zum Harmlossein designt sind, dem nehme ich das deutlich weniger ab, dass er trotzdem eigentlich nur harmlos ist und nur seine Ruhe haben möchte, wie jemanden, der zwar auch getarnt rumrennt, daran ist prinzipiell ja auch wenig einzuwenden, abgesehen von diversen praktischen Gründen, dass man da natürlich auch schneller aus Versehen mal erschossen wird und solche Späße. Aber davon abgesehen, ja, kann man ja schon getarnt im Wald rumrennen, wenn man da seine Ruhe haben möchte. Da ist, wie gesagt, von meiner Seite wenig dagegen einzuwenden. Aber ich finde, dann ist das hier, so rum, definitiv die bessere Art der Tarnung, weil, wie gesagt, die wirkt freundlich. Jemand, der so getarnt rumrennt, hat wahrscheinlich nichts Böses vor. Bei den anderen, da weiß man es halt nicht so genau. Ja, jetzt kriege ich gleich wieder auf den Deckel. Ich renne immer in Flecktarn rum und ich mache das weiter und ich finde das cool. Ja, ist ja gut. Mach doch. Aber ich persönlich hab einfach so meine Erfahrungen gemacht mit getarnt sein. Ja, man ist nämlich viel schneller getarnt, als man immer denkt. Und es ist mir schon so oft passiert, dass ich, egal, auch mit stinknormalen Bankklamotten, also schon eher gedecktere Farben, aber auch ohne jedes Flecktarn oder auch nicht in krassen Bundeswehr-Oliv, das mal ja ursprünglich auch zu Tarnzwecken gedacht war, nichts dergleichen. Da kommt es auch so oft vor, dass du völlig übersehen wirst, obwohl du das Gefühl hast, total offensichtlich im Wald rumzuhocken. Und es kam auch schon häufiger vor, dass ich aus Versehen Spaziergänger im Wald überrascht habe, wenn ich dann mal irgendwo durchs Unterholz gebrochen bin, weil ich zurück auf den Weg wollte und im Unterholz irgendwas zu tun hatte. Zum Beispiel Bäume auszeichnen oder sonst irgendwie. Alle schon da gewesen. Oder einfach was angucken aus wissenschaftlicher Neugier. Das kommt sogar noch öfter vor. Dann kriegen die Mordschreck, so nach dem Motto, die haben überhaupt nicht mitbekommen, dass da einer ist. Und wenn, allein wenn du von der Rückegasse rauskommst, auf einem normalen Wanderweg, huch, da ist einer, wo kommt der denn her? Und ich weiß nicht, da will ich nicht noch zusätzlich mit Militärklamotten rumrennen. Das, ne? Klar kann man sagen, ist mir doch egal, was andere Leute über mich denken, ja, aber ich will einfach anderen Leuten keine Angst einjagen, da habe ich keinen Spaß dran. Das ist so der Grund, weshalb ich eben mit diesen Tarngeschichten meine Schwierigkeiten habe. Aber dieses Muster, wie gesagt, das finde ich ganz, ganz cool. Ist übrigens auch in der Jägerschaft sehr beliebt. Wird da gern verwendet, wenn man dann auch mal irgendwie Tieren gegenüber getarnt sein möchte. Und
Da gibt es verschiedene Ansichten. Klappt das nicht? Sind die nun farbenblind? Sehen die Orange schlechter als alles andere oder nicht? Und was auch immer. Gibt es, wie gesagt, ganz viele verschiedene Ansichten. Aber das hier ist auch ein mögliches Tarnmuster, was gerne auch bei Jagdausrüstung entsprechend Verwendung findet. Und ich bin jetzt kein Experte, um jetzt zu sagen, ist das jetzt toller als das orangene Flecktarn. Das orangene Flecktarn hat halt den Vorteil, dass es für Menschen sehr gut sichtbar ist und ist damit ein zusätzlicher Sicherheitsfaktor. Und Rehe sollen es angeblich nicht sehen können. Ja, also vielen, vielen herzlichen Dank. Das ist wirklich saucool. Ich brauche ja noch ein Einstecktüchlein für bestimmte Anlässe. Könnte ich eigentlich auch. Nee, da haben wir schon was anderes. Aber die Designplanerin hat Vorgaben bereits gemacht. Deswegen kann ich das jetzt nicht mehr als Einstecktüchlein für den Anzug für bestimmte Angelegenheiten nehmen. Aber cool, wirklich cool. Vielen Dank. Ja? Und auch gerade die Verarbeitungsqualität wirklich herausragend. Ganz, ganz super. Ja, dann nächste Sache ist unter anderem diese Karte. Offensichtlich von jemandem mit deutlich besserem künstlerischen Talent als ich erstellt. Ja, also das kann man sofort sehen. Da sitzt jede Linie im Gegensatz zu bei mir. Und wenn nicht, dann hat es wenigstens Charme. Also, nee, absolut. Gefällt mir gut. Sehr schön. Ein toller Wald. Absolut zu erkennen. Mit, ja, so rein von der Nadelstruktur her würde ich es als Fichte ansehen wollen. Links hier, dann offensichtlich einer Buche. Und das könnte zum Beispiel, abgesehen davon, dass der Stamm braun ist, aber es könnte eine alte Birke sein, ja? Die hat so tendenziell manchmal ein bisschen hellgrünere Blätter in manchen Stadien und im alten Stadium wird der Stamm dann ja auch eben entsprechend braun. Ja, sehr cool. Doch, da freue ich mich sehr. In der Liste möglicher Karten, die ich bisher so bekommen habe, ist die auf jeden Fall sehr weit vorne mit dabei. So selbstgemalt. Das war da eigentlich bisher ganz selten. Ganz, ganz, ganz selten. Also daher freue ich mich da wirklich sehr drüber. Ja, und diese CD. Ich habe keinen Plan, wer der da ist. Kenne ich überhaupt nicht. Und ich hatte jetzt lange überlegt, wie machst du das mit der CD? Ja? Sagst du einfach Danke und hast noch nicht reingehört? Das hätte dahingehend, wäre das einfach gewesen, weil dann hätte ich nicht vorgeben müssen, dass mir die Musik gefällt, wenn sie mir nicht gefällt. Und da ich keinen Plan habe, wer das da ist, weiß ich nicht, ob mir die Musik gefällt oder nicht. So, ich habe aber jetzt doch eben mal reingehört und stelle fest, ja doch, ist cool. Absolut, die hat auch schon wieder einen Sprung. Das kommt davon, wenn man Dinge in den Beintaschen transportiert. Ja, ich stecke mir ja so ziemlich alles, was ich von A nach B tragen möchte, in die Beintaschen von der Hose. Kurze Hosen müssen bei mir auch mindestens eine Beintasche haben. Das ist so das primäre Kriterium, was eine kurze Hose erfüllen muss. Und da muss mindestens eine CD reinpassen können. Und wenn man sich dann irgendwo hinhockt oder halt noch andere Sachen in der Beintasche hat, dann hat so eine CD ganz schnell einen Sprung. Ich besitze, glaube ich, keine CD, die keinen Sprung. Also das Case, wo das Case keinen Sprung hat. Egal. Jedenfalls, ja, ist cool. Doch, ist sehr cool. Ich würde das jetzt... Ich habe das Heftchen auch irgendwie gelesen und vielleicht stand das auch da drin, das weiß ich jetzt nicht mehr. Ich würde das dann so irgendwo bei folklorischer Rockmusik einordnen wollen. Also jedenfalls die Instrumente, die da eine Rolle spielen, sind... Moment, da stand hier irgendwo drauf. Stand doch hier hinten irgendwo drauf. Also jedenfalls, es sind teilweise sehr, sehr, sage ich mal, traditionelle, ältere Instrumente, die gar nicht so oft Verwendung finden, vorsichtig ausgedrückt. Also zumindest nicht in der moderneren Musikwelt. Wir haben hier Flöte, Akustikgitarre, Mandolin, verschiedene Pfeifen, Whistles, dann aber auch die E-Gitarre, die Laute, ein Piano, eine Orgel, das wird wahrscheinlich eine elektronische in irgendeiner Form mit dem Piano irgendwie sowas. Synthesizer ist auch dabei, Drums, Marimba, was immer das ist. Glockenspiel, das ist lustig, das wusste ich jetzt auch nicht, dass ein Glockenspiel auf Englisch offensichtlich Glockenspiel heißt. Ja? Weil das ganze Büchlein hier ist auch in Englisch und Glockenspiel
heißt trotzdem Glockenspiel. Dann haben sie noch diverse Glocken, Neckars und Tabor. Auch wieder kein Plan, was das ist. Bassgitarre. Ja, ich glaube, das war's. Ja, also cool, sehr rhythmisch, sehr, sehr abwechslungsreich. So zu zum Beispiel, jetzt einfach mal im Vergleich zu zeitgenössischer Popmusik, sehr abwechslungsreich. Ich habe auch in bisher keinem Song einen klassischen Refrain feststellen können, mit immer wieder demselben Text, wo man dann irgendwann mal kapiert hat, dass das Frühstück bei Tiffany stattfindet und solche Sachen. Ne, das fehlt und das finde ich sehr angenehm, muss ich sagen. Also ich höre mir so ein Frühstück zum Beispiel auch schon durchaus mal an. Aber wir haben hier immer einen durchgehenden Text, der auch eine Geschichte erzählt, hinter dem dann auch sicherlich irgendwie ein tieferer Sinn irgendwie steckt. Der hat sich mir noch nicht erschlossen, das heißt ja nicht, dass das nicht noch kommt. Aber ich bin in solchen Lyrikgeschichten, und das ist ja durchaus Songtext, das sind ja auch Lyrik, da bin ich aber auch ehrlich gesagt gar nicht mal so bewandert. Ein gewisser Waldbezug ist in vielen, vielen der Songs, darf man die so nennen, ich glaube schon, drin. Ja, da gibt es so Sachen wie Hunting Girl und Jack in the Green und Songs from the Wood. So heißt ja auch das Album, wenn ich das richtig interpretiere. So, und jetzt merkt ihr schon, der Ben hat irgendwie so keinen Plan von CDs und Alben und sonst wie. Ich höre ja persönlich entweder einfach Radio, und es ist mir doch scheißegal, wer da gerade Krach macht. Hauptsache, der Krach ist einigermaßen angenehm. Und wenn ich das nicht tue, dann höre ich Beethoven, Mozart und die üblichen Verdächtigen. Ja, Schubert, Edvard Grieg sehr gerne. Ja, so Leute. Ja, und zu denen kann ich dann auch ein bisschen mehr erzählen. Da weiß Evelyn dann aber immer noch mehr als ich. Bei Zeug von Leuten, die noch nicht lange tot sind. Ja, klingt auch gut. Ja, ach, und mit Filmmusik kenne ich mich dann wieder aus, weil die halt auch oft ein Orchester hat und ein Orchester grundsätzlich den besten Klang erzeugt. Ne? Nichts klingt so gut wie ein richtiges Orchester. Und wenn es nach mir geht, am liebsten, auch wenn man das auch durchaus gerne mal zwischendrin mal hören kann, aber so für den ungetrübten und besten Musikgenuss ohne irgendwelche Elektronik. Nur Klang durch entweder Holz, das ist am besten, oder dann halt mal hin und wieder ein bisschen Blech, gehört halt auch dazu. Aber ja, bin sowieso großer Fan von Streichinstrumenten. Streichinstrumente, oh, Holzstreichinstrumente, selbstverständlich. Aber ich glaube, die sind alle aus Holz, oder? Gibt es noch andere? Nee, gibt's nicht. So, ja, also so viel zur CD. Ja, vielen, vielen herzlichen Dank, und ich bereue jetzt doch nicht, dass ich mal reingehört habe, weil doch gefällt mir definitiv gut. Evelyn hat sich mal für einen Urlaub, für eine lange Autofahrt, für Schweizer, die wohnen in einem sehr kleinen Land. Ja, da ist alles, was 100 Kilometer und mehr ist, eine sehr lange Autofahrt, weil es ist ein sehr kleines Land, besagte Schweiz. Die Schweiz ist kleiner als Bayern. Wusstet ihr das? War ich entsetzt, als ich das mitbekommen habe, dass die so winzig dann doch irgendwie ist. Ich meine, Deutschland ist auch international gesehen ein durchaus kleines Land. Aber die Schweiz, ja, lassen wir das. jedenfalls, was wollte ich denn sagen? Ja, für Schweizer jedenfalls. Autofahrten in Deutschland fast immer sehr lang. So, und damit sie über eine lange Autofahrt, wo der Radioempfang nicht immer ganz gut ist, was zum Musikhören hatte, hat sie sich dann mal in der Grabbelkiste in der Schweiz ein paar CDs geschnappt, was halt günstig zu haben war, so für 1 Franken, 2 Franken, 3 Franken, sowas um den Dreh. Und diese Grabbelkisten-CDs begleiten uns bis heute. Ja, die sind alle so, ja, klingt jetzt besser als Autobahn-Hintergrundrauschen, aber hat man dann auch mal gehört. So, und deswegen bin ich dann sehr dankbar für eine Ergänzung dieser musikalischer Untermalung in Form von dieser CD, die man dann auch freiwillig mal anhört. Ich habe noch mal eine Mozart-Werbe-CD irgendwie dazwischen geschmuggelt,
Mozarts tollste Werke oder irgendwie sowas, kriege ich nicht mehr ganz zusammen. Die sind auch, das ist auch gut, ja. Die hatte ich noch irgendwo rumliegen, gab es mal gratis zu was auch immer, beziehungsweise irgendjemand anders hat sie gratis zu was auch immer bekommen und ich habe sie dann behalten und geschenkt bekommen. Ich krieg's nicht mehr zusammen. Tut auch nichts zur Sache, haben wir jetzt gesagt, ne? So, viel zu lange um den heißen Brei rumlabern, wer kennt es nicht? Also von mir. So, nächste Sache, dritte und letzte Sache, das war ein Doppelpack. Ein Doppelpack bestehend aus diesem Messer. Das ist ein sehr schönes Messer. Es hat nämlich einen sehr schönen Holzgriff von Eka oder Eka oder wie auch immer man die aussprechen mag. Moment, ich stelle euch das mal noch mal ein bisschen scharf so. Und eben diesen tollen Holzgriff, das könnte Bobinga sein, da bin ich mir aber nicht ganz sicher, das ist wirklich schwierig bei solchen Maser, bei solchen Messergriffen da das korrekt einordnen zu können. Ja, könnte auch Nuss, könnte auch Schwarznuss vor allem, theoretisch. Ja, ich bin raus, das müsste ich. Man muss, wenn man Holz korrekt bestimmen möchte, braucht man vor allen Dingen eins, nämlich den Querschnitt. Ja, und vom Querschnitt gibt es halt nicht viel. Und deswegen Holzbestimmung nur anhand einer solchen Fläche, auch wenn die hübsch ist, das ist gar nicht so einfach. Ja. Also deshalb nehmt es mir nicht übel, ich kann das eigentlich, aber ich brauche einen Querschnitt. Der ist viel charakteristischer als sowas hier. Gut, jedenfalls, das Ding ist super solide verarbeitet. Ja? Ich hatte schon mehrfach Messer ähnlicher Bauart in sehr billig und habe festgestellt, die sind sehr schnell kaputt. Ist hier gar nicht der Fall, das wirkt wirklich sehr, sehr hochwertig. Das hat, man spricht immer eher von Spaltmaßen, wenn hier hinten alles richtig schön glatt und poliert und ohne, dass man da groß hängen bleibt mit dem Finger, wenn man drüber fährt und alles schön auf einer Ebene und solche Sachen. Das ist halt dann wirklich tolle Verarbeitung. Das ist hier der Fall. Also das ist wirklich, macht Spaß in die Hand zu nehmen, fühlt sich ganz toll an, gerade auch in meiner Hand. Sehr, sehr angenehm. Das Holz super, super angenehm. Ja, also ein wirklich schönes Messer, auch einfach optisch. Wirklich, wirklich schön, gefällt mir ausgesprochen gut. Dann haben wir hier eine, also man muss dazu sagen, ich weiß nicht allzu viel von Eka. Ich weiß, dass die in irgendeiner Form auch aus Schweden sind. Ich weiß, dass die vor allen Dingen, oder zumindest kenne ich von ihnen, vor allen Dingen Jagdmesser. Und in diese Richtung geht auch das hier. Das hat nämlich einen Hohlschliff. Soll heißen, hier zur Klinge hin, das sieht man jetzt auch wieder nicht, aber ich kann euch das eh nicht zeigen, ohne das Makroobjektiv ist auch nicht so wichtig, aber das verjüngt sich zur Klinge hin, sonst müsst ihr Hohlschliff mal googeln, wenn euch das jetzt gar nichts sagt und ihr gerne wissen wollt, was ein Hohlschliff ist. Außerdem hat es den guten Sandvik 12C27 Stahl. Den kennt man, wenn man sich mit skandinavischen Messern so ein ganz kleines bisschen beschäftigt. Den haben ganz viele skandinavische und auch nicht skandinavische Messer. Ich meine, Opinel arbeitet auch mit dem. Aber das ist wirklich ein Klassiker und ein toller Stahl und gut nachzuschärfen, meiner Meinung nach. Tipptopp Eigenschaften. Man kriegt ihn auch sehr, sehr scharf. Aber selbst ich kann den halbwegs gut nachschärfen, der ich in dieser Hinsicht ein bisschen blöd bin. Scandi-Schliff, ne? von der Klinge her. Also sprich, hier haben wir da hinten nochmal einen relativ breiten Teil und dann geht das da. Aber einen recht breiten, also recht langen Scandi-Schliff. Dadurch kriegen wir einen schönen scharfen Schneidwinkel entsprechend hin, der dann auch gut ins Material, ins Holz, habe ich schon ausprobiert, reinschneidet. Ich könnte mir aber vorstellen, wenn ich an jedem Messer, das ich so habe, das sind ja inzwischen ein paar, einen bestimmten Verwendungszweck zuordnen möchte, dann ist das für mich so ein ideales Feschbarmesser, weil es halt auch ein bisschen hübsch ist. Und wenn man dann gerade irgendwo ein Tüchlein ausbreitet, zum Beispiel, und sich da sein Essen drauflegt, so ein bisschen schön
sein Essen hinlegt, seinen Speck, wo man sich ein bisschen was runterschneiden möchte, seinen Käse, wo man sich ein bisschen was runterschneiden möchte und dann halt eben schön aus Brot und so weiter und so fort. Das kann ich mir super gut mit diesem Messer vorstellen. Das ist jetzt nicht, weil das nicht gut zum Schnitzen geeignet wäre und kein Holz schneidet oder sonst wie, aber einfach, weil das so optisch irgendwie, so wie ich mir das vorstelle, passt das da gut dazu. Ne? Also wirklich ein saumäßig hübsches, hochwertig verarbeitetes, tolles Messer, ist auch super scharf, ab Werk, ganz, ganz toll. Doch, da freue ich mich sehr drüber. Hat ein Backlock. Backlock heißt, man drückt die hinten drauf und dann geht die Klinge zu. Und wenn man da nicht drauf drückt, dann geht die Klinge auch nicht zu. Ja, Vorführeffekt. Jetzt. Theoretisch ein Zweihandöffner, praktisch geht's auch mit einer. Das interessiert mich sowieso nicht besonders, nur für den Fall, dass es jemanden interessieren sollte. Macht enorm viel Spaß und ist auch schön flach. Das ist auch dann praktisch, wenn man es dann irgendwie ein bisschen, sagen wir mal, engeren Hosentaschen trägt oder wenn ich gar keine Beintasche habe. Ich habe ja fast immer Beintaschen. Beintaschen wichtig, habe ich schon erwähnt. Aber wenn ich mal keine Beintasche habe, dann passt das auch gut in die normale, keine Ahnung, wie die heißt, normale Hosentasche halt, das Ding, was jede Männerhose hat. Und da passt es zur Not sogar noch unter den Geldbeutel und dann ist es auch gut verstaut und fällt nicht weiter auf. Und also auch ein schönes EDC-Messer, also so zum üblichen dabei haben. Natürlich nicht im Kindergarten, in der Schule, sonstigen sensiblen Bereichen, sondern für so meinen Alltag, sprich Supermarkt, Wald und dazwischen. Das sind so die Orte, wo ich mich üblicherweise aufhalte. Gut, ja, also das zum Messer. Vielen, vielen, vielen Dank. Das ist ein wunderschönes Messer. Ganz, ganz toll. Da werde ich viel Spaß mit haben, auf jeden Fall. Und das nächste ist dann hier in dieser schönen Alu-Schachtel. Ich denke, es ist Alu. Ja, wird Alu sein. Das ist eine Funight T10T. Ich glaube, so heißt die. Und grundsätzlich habe ich ja schon mal eine Taschenlampe. Die eine oder andere auch gekriegt. Ja, ich habe noch nicht so viele Taschenlampen wie Messer, so gesehen. Aber Taschenlampen erstens immer cool. Ja, freue ich mich jedes Mal irre drüber. Taschenlampen kann man... Rational kann man genug Taschenlampen haben. Irrational gesehen, und das ist so die vorherrschende Emotion, nein, das geht nicht, so viele Taschenlampen, das geht nicht. Da war noch ein Notizzettelchen drin, damit ich nicht vergesse, die CD noch anzusprechen, falls ich gleich an der Taschenlampe hängen bleibe. Mit kleinem Reparaturset, da ist so ein Mini, ja, was weiß ich, wie die heißen, ist jedenfalls ein kleines Reparaturset. Und die eigentliche Lampe, dazu kommen wir gleich. Und das ist jetzt das Coole. Und das habe ich jetzt zum Beispiel noch überhaupt nicht. Ja, nicht eine einzige Lampe, die das hätte. Oder gut, vielleicht gibt es das dafür, aber dann habe ich es halt nicht. Ein Diffusor. Und ein Diffusor, das ist sau cool. Das hätte ich nie gedacht, dass das so cool ist. Den setzt man auf die Lampe drauf. Ja, und dann macht man, kann man auch ganz feste, der sitzt dann auch gut, wenn man ihn ordentlich draufsteckt. Dann macht man Lampe an und dann hat man hier ein super breites Licht in alle Richtungen. Und das ist ideal zum Erleuchten von irgendwelchen kleinen Hütchen, Waldhütchen und ähnlichen Späßen. Da ist das, funktioniert das ganz toll. Ich habe schon getestet, nur mal eben beim Abendspazierengehen. Nichts Großes. Und fürs Zelt funktioniert das sicherlich auch. Und wir haben natürlich mehrere, sieht man jetzt kaum, bis auf die höchste Leuchtstufen. Die Lampe generell ist jetzt nicht so bombehell, aber das reicht ja verflucht nochmal. Ja, es ist irgendwann mal so ein Ding. Ich habe da ja meine kleine Schlüsselanhängerlampe, die habe ich auch mal geschenkt bekommen. Diese hier. Ja, die ist für so eine kleine Futzellampe irre hell, also wirklich irre. Und das macht wahnsinnig Spaß, weil man nicht vermutet, dass so eine kleine Futzellampe so irre hell ist. Und das macht wahnsinnig Spaß. Aber diesen Leuchtmodus mit dieser enormen Leuchtstärke brauchen tue ich den eigentlich so gut wie nie. Nicht, dass der nicht cool wäre, ja. Und nicht, dass ich den nicht doch gerne mal benutze, einfach weil es geht. Aber wirklich brauchen so gut wie nie, ne? Und für Rumleuchten im Lager, wo man dann wirklich rumleuchtet. Ja, man kommt ja normalerweise noch bei Licht an, zumindest jetzt, wenn es nicht gerade tiefster Winter ist, dann laufe ich noch ein bisschen in die Dunkelheit rein, einfach weil es ist ja um 5 schon total dunkel.
Aber wenn ich jetzt so im normalen Bereich unterwegs bin, Frühling bis Herbst, so in Anführungszeichen, dann komme ich meistens tagsüber noch an, mache dann so ein bisschen meine Sachen, dass das Lager noch halbwegs steht, bevor es dunkel wird, und gekocht wird dann meistens schon im Dunkeln. So, und für solche einfachen Lagertätigkeiten, da reicht so eine Helligkeitsintensität vollkommen aus. Schön ist natürlich, wenn man sich die Lampe dann noch eben am Kopf festmachen kann. Dafür habe ich auch neulich auch mal irgendwann die Lampe bekommen mit diesem, so eine ganz kleine, mit so einem Clip dran, die man am Hut festmachen kann. Die ist übrigens auch gut aufgehoben, nur falls sich jemand fragt, nämlich derjenige, welcher natürlich, wo die abgeblieben ist. Ja, die ist in der Survival-Weste, falls du dich erinnerst oder das mal mitbekommen hast. Ich habe da so eine olle grüne Weste, die ich, sobald es die Temperaturen wieder zulassen, auch garantiert wieder jede Menge anhaben werde, selbst genäht. Und in der drin ist standardmäßig eben diese andere super coole, kleine, extrem helle Lampe, die ich mir an den Hut klippen kann. Ja? Also bei der Survival-Ausrüstung, da wo sie hingehört. Und das macht mir auch unglaublich Spaß, wenn ich dann eben mit der Weste unterwegs bin und es wird dunkel, dann die Lampe. Ja, egal. Ist ja das falsche Geschenk. Streng genommen. Aber ich, wenn schon, ich bin heute in Laberlaune. Man merkt es vielleicht. Vielleicht auch nicht. Ja, das mit dem Diffusor, sehr cool. Ohne Diffusor, das ist, glaube ich, ganz hell. Dann muss man, das war gerade der Firefly-Mode. Hier, dieser da. Der ist super, super wenig Licht. Man sieht das fast gar nicht. Also gerade ideal zum Beispiel im Bus mal was suchen für längere Busfahrten. Längere Busfahrten kommen in meinem Leben sehr wohl vor. Jetzt in Zeiten Corona weniger, weil ich verstehe ja die Maskenpflicht. Ja? Ich bin auch durchaus ein Fan der Maskenpflicht. Aber die ganze Zeit im Bus mit dem Ding da hocken, das möchte ich nicht. Und deswegen fahre ich nach Möglichkeit derzeit nicht lange Strecken mit dem Bus. Und ja, aber wenn man im Bus mal was sucht, ohne gleich den ganzen Bus auszuleuchten, da ist natürlich so ein Modus ideal, um mal einfach eben ein bisschen in seinem Zeug rumzukuscheln. Und man möchte auch nicht unbedingt immer gleich das Licht da oben anmachen. Da gibt es ja auch noch so ein Knöpflein. Da habe ich schon ganz oft so ein ganz wenig Lichtmodus vermisst. Und die Taschenlampe, die hat wirklich einen unglaublich wenig Lichtmodus. Und das finde ich sehr cool. Ja, ohnehin saupraktisch eben für längere Reisen, ja, dann auch eben nochmal in Kombination mit dem Diffusor, damit man dann halt auch eine schöne Stehlampe hat. Apropos Stehlampe, die kann man auch, ich packe sie mal hier rein, die steht, also wenn man das jetzt nicht schräg hält, dann ist die auch stehfähig. Man kann sie natürlich auch irgendwo hinhängen an die Zeltleine und so weiter. Betrieben wird das Ding mit einer AA-Batterie, das ist auch sehr, sehr cool, weil die sind überall zu kriegen und die hat man gegebenenfalls dabei. Und AA-Akkus kriegt man auch nachgeschmissen, in Anführungszeichen. Und ich habe gar nicht geguckt, was da eigentlich genau drin ist. Ich vermute aber eine normale AA-Batterie. Gucken wir mal rein. Das wäre vielleicht noch ganz interessant zu wissen. Nicht, dass du da einen Akku reingesetzt hast und ich weiß das gar nicht. Puh, okay. Das wäre ja auch peinlich. Oder ist das? Was ist das? Das ist... Oh! Ja, so viel zum Thema. Nicht, dass du da einen Akku reingesetzt hast. Und ich merke das gar nicht. Du hast. Ja, okay. Ja, cool. Ja, dann auch dafür vielen, vielen herzlichen Dank. Das ist ja krass. Was tut der? Tut der Professional Use. Ach du Scheiße, 1,2 Volt, 2450 mAh. Der ist ja krass. Meine Fresse. Boah, geil. Ja, also vielen, vielen, vielen Dank. Ich hoffe, ich mache das jetzt wieder richtig rum drauf. Wenn nicht, der hat bestimmt irgendein Kaputtgeh, wenn man mal falsch rum reindreht. Schutz oder die Lampe. Ja, klappt. Okay. Ja, also vielen, vielen Dank. Wow, sehr, sehr cool. Das Schächtelchen dazu finde ich auch sehr schick. Da werde ich die, glaube ich, auch wirklich mit aufbewahren. Taschenlampen verlieren ist auch so eins meiner Hobbys. Deshalb schadet das sicherlich nicht, wenn ich die mit Schachtel in die dafür vorgesehene Kiste, das ist übrigens diese da, rein tue. Dann weiß ich auch immer, wo sie eben ist. Ja, also... Nochmal vielen herzlichen Dank. Tolle Lampe mit dem Diffusor. Wirklich cool, wirklich krass. Dagua drin. Krass, 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 krass.
Messer, ganz, ganz super. Und alles andere, was da sonst noch so dabei ist, wurde auch bestimmungsgemäß verwendet. Also genau bestimmungsgemäß. Ja? Vor 2 Tagen bestimmungsgemäß verwendet. Gut. Ja, das ist es dann auch. Und ja, ich habe extrem viel um den heißen Brei rumgelabert heute, aber das ist mir bei diesen Dankeschön-Videos ja sowieso egal. Diejenigen, die es betrifft, werden hoffentlich Freude gehabt haben mit dem Video, und bei allen anderen ist es auch nicht erforderlich, ne? Gut. Ja, aber trotzdem, macht's gut, Dankeschön, bis zum nächsten Mal, und ich muss auch heute noch irgendwas Gescheites drehen. was heißt was Gescheites? Was Anspruchsvolleres? So. Daher, tschüss.